Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Willkommen und hallo Peter, Juliane, grüße euch. Hallo Corinna. Ulla, willkommen. Selma, Ralf, Uwe, Heide, Helga, Saro. Willkommen an euch und willkommen zu einem Moment. Ich komme gerade ein Gast rein, ich bin gerade bei Freunden. Und hallo, grüß dich. Alles gut, danke. Ich bin gerade bei Freunden und machen das Webinar von ihnen zu Hause aus. Die Idee, die wir gerade betrachten, ist, dass wir viele Ideen über uns haben, viele Urteile über uns und über andere. Und dass wir sozusagen in einer Analyse darüber stecken, wer wir sind und in einem Versuch zu definieren, wer wir sind und darin nicht weiterkommen. Wir verheddern uns sozusagen in einem Versuch, die Frage zu beantworten, wer wir sind. Und das kann nicht von dir selber beantwortet werden, denn es wurde schon beantwortet und du hast bei deiner Akzeptanz, bei dem Akzeptieren davon, wer du wirklich bist, schon Ja dazu gesagt. Okay, du bist Gottes Sohn. Das ist einfach die Idee, dass die Übertragung funktioniert. Bei mir ist der Ton okay. Und wir wollen uns heute was anschauen, was sozusagen den Kern der Verwirrung aufzeigt und den Weg daraus heraus. Und hier stelle ich euch schon mal den Link für die Tageslektion in den Chat. Okay, da könnt ihr raufklicken und zur Lektion 313 kommen. Lass jetzt eine neue Wahrnehmung zu mir kommen. Vater, es gibt eine Schau, die alle Dinge als sündenlos erblickt, sodass die Angst vergangen ist. Und wo sie war, da wird die Liebe eingeladen. Und die Liebe wird überall hinkommen, wo sie erbeten wird. Diese Schau ist deine Gabe. Die Augen Christi schauen auf eine Welt, der vergeben ist. In seiner Sicht sind alle ihre Sünden vergeben, denn er sieht keine Sünde in irgendetwas, worauf er immer schaut. Okay, lass das nochmal in deinen Geist, lass das nochmal zu, dass es dich erreicht, lass es nochmal zu, dass es zu dir spricht. Die Augen Christi schauen auf eine Welt, der vergeben ist. Das heißt, da ist nichts da drin, was es erblickt, was Veränderung bedarf oder was Korrektur oder ein Zusatz bedarf. Na, ihr ist vergeben, es ist nichts Böses in ihr, es ist nichts Mangelhaftes in ihr und damit nicht in dir. In seiner Sicht sind alle ihre Sünden vergeben, denn er sieht keine Sünde in irgendetwas, worauf er auch immer schaut. Er sieht keine Sünde in irgendetwas. Und das ist der grundsätzliche Unterschied zwischen unserer Art zu sehen und seiner Art zu sehen. Deshalb lass jetzt eine neue Wahrnehmung zu mir kommen, damit ich aus dem Traum der Sünde oder des Fehlers oder des Irrtums erwachen und nach innen auf meine Sündenlosigkeit schauen möge, nach innen schauen möge auf meine Sündenlosigkeit, die du vollkommen unentweiht bewahrt hast, auf dem Altar für deinen heiligen Sohn, das Selbst, mit dem ich mich identifizieren möchte. Okay, du bist Gottes Sohn und du teilst jetzt eine Wahrnehmung, die im Inneren ihren Ursprung hat, wie jede deiner Wahrnehmung ihren Ursprung im Inneren hat und lässt dir sozusagen in deinem Inneren eine neue Quelle der Wahrnehmung reflektieren, um in eine neue Erfahrung von dir selbst zu kommen, denn du bist frei. Und das ist, was du erfahren möchtest. Freiheit bedeutet Unschuld, Unschuld bedeutet Freiheit. Okay. Und nach innen auf meine Sündenlosigkeit schauen möge, die du vollkommen unentweiht bewahrt hast auf dem Altar für deinen heiligen Sohn, das Selbst, mit dem ich mich identifizieren möchte. Lass uns heute einander in Christi Sicht erblicken. Lass uns heute einander in der unschuldigen Wahrnehmung sehen, wie schön wir sind, wie heilig und wie liebend. Komm, Bruder, und verbinde dich heute mit mir. Wir erlösen die Welt, wenn wir uns verbunden haben. Denn in unserer Schau wird sie so heilig,
wie das Licht in uns. Und vielleicht mag es für einen Augenblick so aussehen, als würdest du nicht heilig sein, als würdest du nicht Licht sein. Und ich versichere dir, es ist wirklich nur ein Augenblick, in dem es so scheint. Und alle Zeit ist nur ein Augenblick. Dennoch wirst du durch, sagen wir mal, durch deine Suche in Raumzeit, durch deine Suche in deinem eigenen Urteil zu dem Punkt kommen, wo du erkennst, dass du wirklich nichts über dich urteilen kannst. Wo du erkennst, dass du in deiner eigenen Suche wirklich zu keinem handfesten Beweis kommen kannst, dass du schuldig bist. Und das geschieht mir immer wieder, vor allem in Situationen, in denen ich meine, es ist wirklich was schiefgegangen. Ich habe wirklich jetzt was kaputt gemacht. Ich habe jetzt wirklich mich falsch verhalten oder lieblos verhalten. Und sicher bin, dass ich jetzt schuld bin an irgendetwas. Aber wenn ich den Gedankenprozess, der dahinter steckt, meinem Glaubenssystem nachgehe, entdecke ich nicht wirklich irgendetwas, wo ich die Schuld dingfest machen könnte. Es ist nur eine Annahme. Es ist nur eine Annahme, dass ich schuldig sein könnte. Und mir scheint es so, dass wenn ich wirklich den Umweg gehe, wirklich den Umweg über langsames evolutionäres Lernen gehe und selbst die Gedanken nachvollziehe, die ich gedacht habe, ich sozusagen immer auf Selbstliebe stoße, weil nichts anderes da ist, weil nur Selbstliebe da sein kann am Ende aller unserer Urteile, am Ende aller unserer Versuche, uns irgendwie in einem anderen Licht außer dem Licht der Liebe zu sehen, wir eigentlich nichts weiter finden können, außer, hey, weißt du was, da ist eigentlich ist das Einzige, worauf wir uns wirklich stützen können, unsere eigene Liebe zu uns oder zu irgendwem oder zu irgendetwas. Und da ist an dem Punkt, in dieser Wahrnehmung, in dieser Idee über dich, wird niemand zurückgewiesen, weist du dich selbst nicht zurück und erfährst dich als etwas, was sich nur ausdehnen möchte. Und wenn ich diesen langsamen evolutionären Prozess beschleunigen möchte, dann gucke ich in die Tageslektion und da steht, lass jetzt eine neue Wahrnehmung zu mir kommen. Okay, da wo die Angst war, da ist jetzt Liebe. Und da, wo Dunkelheit war, schaue ich auf das Licht im Inneren. Also, was für eine gute Idee, die wir miteinander teilen. Ja, das ist die, auf jeden Fall, die Erfahrung ist von etwas, was ursprünglich da ist, was wir aus unserem Geist verbannt haben durch das Urteil. Und lass es irgendein Urteil sein. Ja, lass es das Urteil sein, dass du etwas vorziehst vor etwas anderem. Allein durch den Prozess des Urteilens, durch den Prozess der Wahrnehmung, durch das Prozess auszusortieren, zu selektiv zu sein, lehnen wir etwas ab. Und das schauen wir uns jetzt im Textbuch an, indem wir uns wirklich eine ganz grundlegende Lektion anschauen, und das ist die Betrachtung des Autoritätsproblems. Viele von euch haben das sicherlich schon mal gehört. Wer ist mit dem Autoritätsproblem vertraut, mit der Idee hinter dem Autoritätsproblem? Zeigt euch mal, wenn ihr euch damit schon auseinandergesetzt habt. Also hier in dem Abschnitt wird es bezeichnet als die Wurzel allen Übels. Ja, hier fängt der ganze Schlamassel an. Und hier muss es auch aufgehoben werden. Selma kennt sich damit aus. Okay, wir haben uns das angeschaut. Ich kann mir das selber nie oft genug anschauen, was das beinhaltet. Denn es geht wirklich darum, eine alternative Realität machen zu wollen. Eine Alternative, die entgegengesetzt ist zu dem, wie es erschaffen wurde. Eine Alternative zur Liebe, eine Alternative zur Vollständigkeit, zur Schöpfung. Okay, und hier greifen wir was auf, was wir auch in der Einleitung zu den Lektionen gerade anschauen, das jüngste Gericht. Und Jesus sagt,
Wir haben das jüngste Gericht bereits besprochen, aber noch nicht ausführlich genug. Nach dem jüngsten Gericht wird es kein Urteil mehr geben. Urteil ist symbolisch, weil es jenseits der Wahrnehmung kein Urteil gibt. Okay, in der Erkenntnis gibt es kein Urteil. Wenn in der Bibel steht, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, heißt das, dass du es nicht vermeiden kannst, über deine eigene Wirklichkeit zu urteilen, wenn du über die Wirklichkeit anderer urteilst. Okay, was heißt das, über andere zu urteilen, über die Wirklichkeit anderer zu urteilen? Das heißt nichts weiter, als zu schauen, wer sind sie? Ja, wer ist denn dein Nachbar? Wer ist denn deine Bekannte? Wer ist denn die Bäckersfrau? Ja, allein in der Idee, dass es die Bäckerin ist, dass es der Nachbar ist, dass es die Bekannte ist, urteile ich schon über ihre Wirklichkeit? Habe ich schon eine Idee darüber, wer sie sind? Und ich habe das Urteil selbst gefällt. Die Entscheidung zu urteilen, statt zu erkennen, ist die Ursache für den Verlust des Friedens. Oder wer weiß, was das hier ist? Ja. Ist das ein Tyrannosaurus oder ist das ein Paleontosaurus? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es ein Urteil, weil du es wahrnehmen kannst. Und wenn wir jetzt sagen, lass eine neue Wahrnehmung zu mir kommen, können wir erkennen, was es wirklich ist. Kann uns durch eine neue Reflexion gezeigt werden, was es wirklich ist und worauf es uns wirklich hinweist. Okay, urteilen ist der Prozess, auf dem die Wahrnehmung, nicht aber die Erkenntnis beruht. Urteilen beinhaltet immer Zurückweisung. Okay, vielleicht ist dir das nicht bewusst. Es betont niemals nur die positiven Aspekte dessen, was beurteilt wird. Ja, okay, im weltlichen Sinne, im menschlichen Sinne, wie wir es gelernt haben, versuchen wir zu urteilen, um das Positive für uns hervorzuheben, das, was für uns im Augenblick gerade als wertvoll erachtet wird. Was wahrgenommen und zurückgewiesen oder beurteilt und als ungenügend befunden wurde, das bleibt in deinem Geist, ja. Okay, ich wähle, sagen wir mal, ich kann wählen zwischen Milchbrötchen und Mehrkornbrötchen. Ich mag Milchbrötchen, also kaufe ich mir Milchbrötchen, aber das Mehrkornbrötchen bleibt in meinem Geist. Ich habe es abgeurteilt und es ist immer noch in meinem Geist, weil es wahrgenommen worden ist. Eine der Illusionen, an denen du leidest, ist der Glaube, dass das, was du abgeurteilt hast, keine Wirkung hat. Der Gedanke des Mehrkornbrötchens bleibt in meinem Geist und hat dort Wirkung. Ja, ich werde sozusagen an meiner eigenen Idee über Milch, über Mehrkornbrötchen meine eigene Begrenzung erfahren. Okay, das kann nicht wahr sein, außer du glaubst auch, dass das, worüber du geurteilt hast, nicht existiert. Okay, ich glaube, dass das Mehrkornbrötchen eine Wirklichkeit hat. Aber das glaube ich offensichtlich nicht, sonst hätte ich nicht darüber geurteilt. Ich liebe diese logische Betrachtung von einem urteilenden Geist, ja, wie ein urteilender Geist funktioniert und aus einer Perspektive des Lichtes, aus einer Perspektive von außerhalb des Urteils und außerhalb von Raum und Zeit. Letztlich spielt es keine Rolle, ob dein Urteil richtig oder falsch ist. So oder so setzt du deinen Glauben in das Unwirkliche. Das ist bei jeder Art von Urteil unvermeidlich, weil es die Überzeugung voraussetzt, es stehe dir frei, aus der Wirklichkeit auszuwählen. Und das ist bereits eine Annäherung an das Thema Autoritätsproblem. Und das habe ich hier fett markiert. Du hast keine Ahnung von der außerordentlichen Befreiung und dem tiefen Frieden, die eintreten, wenn du dir selber und deinen Brüdern völlig ohne jedes Urteil begegnest. Sobald du begreifst, was du bist und was deine Brüder sind, wirst du einsehen, dass es bedeutungslos ist, sie in irgendeiner Weise zu beurteilen. Tatsächlich ist ihre Bedeutung für dich verloren, gerade weil du über sie urteilst. Lass jetzt eine neue Wahrnehmung zu mir kommen. Lass jetzt eine neue Wahrnehmung zu mir kommen. Okay, die Bedeutung, meines Bruders ist für mich verloren, wenn ich darüber urteile. Jede Ungewissheit kommt von dem Glauben, dass du unter dem Zwang des Urteilens stehst. Du brauchst nicht zu urteilen, um dein Leben zu organisieren, und du brauchst es ganz gewiss nicht, um dich selber zu organisieren.
Okay, also das ist wohl der am schwierigsten zu akzeptierende Gedanke. Nicht, weil Wirklichkeit schwierig ist, nicht, weil die Wahrheit schwierig ist, sondern weil wir davon ausgehen, dass wenn wir nicht urteilen, alle Dinge perfekt in Ordnung sein werden und alles Liebe ist. Ja, wir haben es immer benannt als den Kontrollverlust, aber Angst vor dem Kontrollverlust. Aber welche Angst ist denn Kontrollverlust wirklich? Lass uns das nochmal kurz anschauen. Was ist denn Kontrollverlust wirklich? Kontrollverlust ist einfach die Angst, dass mein Urteil nicht wirklich irgendetwas beurteilt. Dass ich, wenn ich von dem Urteil loslasse, dann wird nicht alles im Chaos zerfallen, wie Jesus es nennt, sondern es wird alles Liebe sein. Der Glaube an den Zerfall im Chaos ist aber, solange das Urteil hochgehalten wird, tatsächlich die befürchtete Realität. Das heißt, was brauchst du, damit das geschehen kann? Was brauchst du, damit du das Urteilen wirklich sein lassen kannst? Wirklich mal, vielleicht wirklich eine Frage an euch. Was brauchst du? Was braucht man, um Urteilen wirklich sein zu lassen? Aus eurer eigenen Erfahrung, vielleicht aus eurer eigenen Erfahrung, vielleicht aus einem Konzept heraus, aber teilt mal, was ihr in eurem Geist habt, was ihr denkt, was ihr seht, als tatsächlichen Schlüssel, um Urteilen sein zu lassen. Und dann gehen wir hier weiter. In der Zwischenzeit lass jetzt eine neue Wahrnehmung zu mir kommen. Vertrauen, sagt Juliane. Vertrauen. Ja. Antonia schreibt, Bereitschaft, mein Urteil herzuzeigen und herzugeben. Bereitschaft. Okay, es braucht, es hatte ich, das, ich hatte den gleichen Gedanken im Geist. Ich hatte auch Vertrauen. Mir ist es wirklich ein Vertrauen, was ich nicht mehr der Glaube an das Einssein, dass mein Gegenüber göttlich ist. Danke. Für mich ist Vertrauen nicht so sehr, dass die Dinge in Ordnung sein werden, sondern dass ich und meine Welt nicht auseinanderfällt, wenn ich das Urteil sein lasse. Ja, ich möchte weiterhin einen soliden Boden. Bei dir kann man einfach ausatmen. Super. Okay, also, Jesus sagt in der Idee, du hörst einfach auf zu urteilen, weil du erkennst, dass du nicht urteilen kannst. Okay, und das setzt Vertrauen voraus, weil du einen Schritt machst, den du dir nicht vorstellen kannst. Das setzt voraus, dass das Göttliche da ist, dass der Boden, der tatsächliche Halt da ist. Und es setzt voraus, dass das, was du kennst, dass der Prozess des Urteilens, den du ja kennst, dass er dir nicht wirklich irgendetwas gebracht hat. Dass er dir nichts von Wert gebracht hat. Und ganz im Gegenteil sogar, dass er dir etwas gebracht hat, was du nicht wolltest. Nämlich eine Erfahrung von Mangel, eine Erfahrung von Verlust, eine Erfahrung von abgeschnitten sein von Liebe. Ja, genau, abgeschnitten, das ist das Wort. Und ja, es passiert nicht automatisch, wir haben uns nur eine Gewohnheit daraus gemacht. Es ist eine bewusst gewählte Aktion im Geist. Okay, lass uns mal weiterschauen, wie es hier weiter als Geschichte in deinem Erwachen weitererzählt wird. Okay. Sobald du begreifst, was du bist und was deine Brüder sind, wirst du einsehen, dass es bedeutungslos ist, sie in irgendeiner Weise zu beurteilen. Tatsächlich ist ihre Bedeutung für dich verloren, gerade weil du über sie urteilst. Jede Ungewissheit kommt von dem Glauben, dass du unter dem Zwang des Urteilens stehst. Noch einmal, es ist ein Glaube,
dass du urteilen musst, dass du sozusagen regelrecht gezwungen bist zu urteilen. Du brauchst nicht zu urteilen, um dein Leben zu organisieren, und du brauchst es ganz gewiss nicht, um dich selber zu organisieren. Du brauchst es nicht, um zu organisieren, wer du bist. Du brauchst es nicht, um zu organisieren, wie du erhalten wirst. In der Gegenwart der Erkenntnis wird jedes Urteil von selbst eingestellt, und das ist der Prozess, der ermöglicht, dass das Wiedererkennen die Wahrnehmung ersetzt. Du hast große Angst vor allem, was du wahrgenommen, aber anzunehmen abgelehnt hast. Ja, ich habe große Angst vor zum Beispiel dem Mehrkornbrötchen, weil ich es nicht angenommen habe als meinen eigenen Gedanken. Du glaubst, dass dir die Kontrolle darüber entglitten ist, weil du es abgelehnt hast, es anzunehmen. Aus diesem Grund siehst du es in Albträumen oder in freundlicher Verkleidung in dem wieder, was deine glücklicheren Träume zu sein scheinen. Ja, ein glücklicher Traum ist immer noch, da scheint irgendwas außerhalb von mir zu sein, und es macht mich glücklich. Ja, das ist ein glücklicher Traum, aber es ist immer noch nicht angenommen als die eigene Idee. Nichts, was du anzunehmen abgelehnt hast, kann dir zu Bewusstsein kommen. Es ist nicht gefährlich an sich, wenn du aber hast es zu etwas gemacht, was dir gefährlich vorkommt. Okay, praktisches Beispiel. Okay, was ist dein Urteil? Was hast du versäumt anzunehmen? Diese Welt, so wie du sie erfährst, ist deine eigene Erfindung. Okay, deswegen wird sie immer wieder erfahren, wird sie immer wieder gespielt, wird sie immer wieder in verschiedensten Formen sozusagen neu orchestriert. Aber es ist nach wie vor deine eigene Erfindung. Es wird nach wie vor draußen gehalten und kann sozusagen nicht umhin, einfach der Erkenntnis Platz zu machen. Es kann nicht wirklich Platz machen, solange der Wert des "Ich halte es draußen und ich nehme es nicht an" aufrechterhalten wird. Okay, lass jetzt eine neue Wahrnehmung zu mir kommen. Lass jetzt eine neue Wahrnehmung zu mir kommen. Ich kann das Urteilen einstellen. Ich kann das Bildermachen einstellen. Die Anstrengung, die durch ständiges Urteilen entsteht, ist geradezu unerträglich. Ja, und dann haben wir dann Falten auf der Stirn, und wir sind müde, und wir glauben, krank zu sein, und wir glauben, dass wir älter werden und so weiter. Das ist alles eine Anstrengung, die unternommen wird. Es ist sonderbar, dass eine derart kräftezehrende Fähigkeit so hochgehalten wird. Doch wenn du Autor der Wirklichkeit sein willst, wirst du darauf beharren, am Urteilen festzuhalten. Zugleich wirst du das Urteilen mit Angst betrachten, weil du glaubst, dass es eines Tages gegen dich verwendet wird. Okay, ist es möglich? Okay, lass uns das mal an. Okay, ist es möglich für dich? Und ich lasse es wirklich konkret bei dir und bei mir selber. Ist es möglich? Bist du dazu in der Lage und bist du bereit dazu? Hast du das Vertrauen, Urteilen einzustellen und eine neue Wahrnehmung zu dir kommen zu lassen? Was du gerade geschrieben hast, Antonia, darauf kommen wir gleich. Okay, bist du für einen Augenblick bereit? Bist du für einen Augenblick willens, dein Urteil über jeden und alles einzustellen und tiefer zu schauen in deinem eigenen Geist, dass dort nur Unschuld ist, dass da, wo das Urteil war, tatsächlich ein Altar für das Licht der Quelle ist? Bist du dazu bereit? Ja. Okay, bist du dazu bereit? Es ist eine konkrete Frage an dich, und du beantwortest sie tatsächlich in jedem Augenblick, ob du es in den Chat schreibst oder nicht, ob du darüber bewusst bist oder nicht. Es ist in jedem Augenblick eine Entscheidung, ob du über die Oberfläche des halluzinierenden Geistes hinausgehen möchtest. Und da du nicht alleine bist,
da du in diesem Augenblick entschieden hast, deinen Bruder zuzulassen, so wie er ist, kann dir der Wert von deinem Bruder, von deinem Nächsten wieder ins Gewahrsein kommen. Okay, ah, hier liegt eigentlicher Wert. Ich hatte gedacht, der Wert liegt im Urteil. Ich dachte, die Stabilität liegt im Urteil. Ich dachte, es ist wichtig, dass ich urteile, damit ich mein Leben sozusagen leben kann, damit ich selber ich selbst sein kann und selber definieren kann, wer ich bin. Aber jetzt erkenne ich, dass das alles nur Fassade war. Und der wirkliche Frieden, die wirkliche Basis sozusagen für Leben, die wirkliche Basis für deine Identität, sowieso da ist, ich es aber erst erkenne, wenn ich nicht urteile und dich akzeptiere, wie ich bin. Und das ist der freie Raum, in dem wir wirklich arbeiten. Hier gehen wir über Konzepte hinaus. Hier arbeiten wir sozusagen mit Symbolen, mit Worten, um die Erfahrung weiter zu erlauben in uns, um die Erfahrung der Liebe und der Freude weiter in uns zu erlauben. Ja, und das ist nie was Vergangenes. Ich habe das Urteil nicht in der Vergangenheit aufgehoben, sondern ich kann es nur jetzt. Ich kann es nur jetzt. Es ist nichts Vollbrachtes, was ich mal getan habe. Also in deiner, sagen wir, in dem Ende von dir, in dem Ende deiner urteilenden Identität, in dem Ende der deiner urteilenden Mission, die du hier in Raum und Zeit hattest, fängt eine neue Mission an. Hier ist deine Neugeburt mit einer neuen Identität und mit einer neuen Aufgabe. Deine Aufgabe ist jetzt, dich auszudehnen, zu kommunizieren, zu erkennen, dass das Universum wirklich in dir ist. Okay, dass du hier gar nichts, dass du hier gar keine urteilende Funktion hast, sondern einfach nur eine Funktion hast, dich neu zu entscheiden. Ja, das letzte Gericht sozusagen kommen zu lassen, weil du weißt, was die Aussage sein wird. Das jüngste Gericht heißt es, genau. Du bist nach wie vor mein geliebter Sohn, ewig unschuldig, ewig liebend und ewig geliebt. So grenzenlos wie dein Schöpfer. Völlig unveränderbar und ewig rein. Erwache deshalb und komm zu mir zurück. Ich bin dein Vater und du bist mein Sohn. Das letzte Urteil, das letzte Gericht. Achtung, hier kommt es im Chat. Okay, Antonia schreibt, aber es ist so wichtig, das Urteilen zuzulassen, um das vergeben zu können. Ich muss mir dabei zuschauen mit dem Heiligen Geist, um es vergeben zu können. Vielleicht ein individueller Weg, sonst passiert es leicht, dass ich das Urteilen verurteile und bleib wieder hängen. Ja, das ist auf jeden Fall eine Falle, dass ich sehe, ich habe geurteilt, ich habe es schon wieder falsch gemacht oder ich bin schon wieder in der Angst, was das Gleiche wäre und wie lange soll das noch dauern und so weiter. Und ich bleibe weiter in meinem konzeptuellen Geist und damit in meinem urteilenden Geist. Und das gewahr zu werden, das ist natürlich der Schlüssel, um zu erkennen, Moment, ich werde nicht umsonst darauf hingewiesen, dass Ich werde nicht umsonst darauf hingewiesen, dass die Erlösung sofortig ist, dass der heilige Augenblick jetzt ist, damit mein Geist sich darin trainiert, auch in verfahrenen oder in verkomplizierteren Situationen mich neu zu entscheiden. Mich neu zu entscheiden. Okay, ich bin der Angst, ich entscheide mich neu. Okay, ich bin im Urteil, ich bin im Angriff, ich bin in der Selbstkreuzigung oder in der Projektion, ich entscheide mich neu, ich entscheide mich jetzt neu. Okay, ich muss mir sehr wohl über das Urteil bewusst werden. Und ich kann mir auch und ich muss mir auch anschauen, was das Urteil anrichtet.
Ja, es ist ein Kurs in Motivation, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Es motiviert dich, deinen Geist zu ändern. Die Mittel sind da, das Ziel ist da. Alles, was es braucht, ist eine Frage der Motivation. Alles, was es braucht, ist zu erkennen, hey, ich bin mir, das Urteil bietet mir an, mich als nichts zu erkennen, aber ich bin mir zumindest mehr wert als nichts. Und das ist die Öffnung für Selbstliebe. Du bist nämlich alles wert. Alles wurde dir gegeben. Alles wurde dir geschenkt. Und mit deiner Öffnung, danke für das Licht. Danke für das Licht. Danke für den Moment, den wir miteinander teilen. Für diesen Moment der Öffnung hat sich alles gelohnt. Und du bist nur hier für das. Du bist nur hier für diese Kommunikation. Du bist nur hier für diesen Moment, in dem du deinen Wert wieder akzeptiert hast und deine Funktion wieder akzeptiert hast, die einfach darin besteht, durch das Fehlen des Urteils und das Aufheben des Urteils, auf das du vielleicht noch stößt, Platz zu machen in deinem Geist, in deiner Erfahrung, in deinem Sein für die Erkenntnis. Und wir haben noch hervorragende Abschnitte in diesem Kapitel vor uns. Deswegen hoffe ich, dass es euch nichts ausmacht, dass diese Webinarreihe noch eine Woche weitergeht, bis zum Freitag nächste Woche. Wir sind jetzt bei. Lass uns mal schauen, ob wir das hier abrunden können. Okay, vielleicht noch das. Gott schenkt nur Barmherzigkeit und deine Worte sollten nur Barmherzigkeit widerspiegeln, weil du diese empfangen hast und diese demnach geben solltest. Das ist ein offener Geist. Ja, wir können nur gewinnen, absolut. Okay. Diese Aufzeichnung wird es als Video geben. Jede Aufzeichnung gibt es als Video. Könnt ihr euch ein paar Stunden oder spätestens am Abend nach der Aufzeichnung anschauen, dann dürfte es freigeschaltet sein. Und vergesst es wirklich nicht. Geben ist empfangen. Also wenn ihr Urteilsfreiheit gebt, wenn ihr eine neue Wahrnehmung gebt oder eine neue Wahrnehmung empfangt, dehnt ihr eure Funktion aus. Und das ist großartig, weil du sozusagen eine in jedem Augenblick die Chance hast, neu zu wählen, was du gibst. Gibst du das Urteil oder gibst du die Aufhebung davon? Gibst du eine klare Vorstellung davon, was das hier zu sein hat? Oder lässt du es dir zeigen und dehnst das aus? Wirst du zum Kanal? Und das ist in allen Sprachen und in allen Situationen und in allen Momenten anwendbar. Und du beschenkst dich damit nicht nur selber, sondern uns alle. Buchstäblich, buchstäblich. Das ist die große, das große Geschenk, der große Dienst, den wir aneinander verrichten. Okay, ihr Lieben, ich danke euch und ich freue mich, euch zu sehen. Ach, Moment, hier die Einladung. Heilung erfahren nach einem Kurs in Wundern. Diesen Freitagabend, also morgen Abend in Mülheim bei Duisburg und am Samstag ein Ganztages-Session-Workshop, zu dem ich euch herzlich einladen möchte. Wer mit der Idee spielt oder sich angesprochen fühlt, bitte kommt. Wir bieten das nicht an, damit niemand kommt, sondern wir bieten es an, damit es wirklich genutzt werden kann. Es sind wirklich Räume in deinem Geist, die dir zur Verfügung stehen. Und meiner Erfahrung nach ersetzt ein Webinar kein persönliches Treffen, sondern, und es ersetzt natürlich nicht den gegenwärtigen Augenblick, der dir jederzeit zur Verfügung steht. Nutzt die Angebote, die ihr bekommt, wenn sie euch ansprechen. Ihr werdet nicht beurteilt. Und ja, die Möglichkeit zu kommen ist jedem gegeben. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass ihr dazu hineinkommt in einen Augenblick der Ausdehnung. Und ja, würde mich freuen, euch am Freitag oder am Samstag in Mülheim bei Duisburg zu sehen. Okay, danke für eure finanzielle Unterstützung meiner Lehrtätigkeit. Der Link dazu ist hier. Ihr könnt mich über PayPal oder Banküberweisung unterstützen und damit den Rahmen, den wir uns anbieten, sozusagen, ja,
sicherstellen, dass er weiter angeboten werden kann. Und ich freue mich darüber, dass es so ist, dass wir die Gelegenheit dazu haben. Okay, also bis gleich, ihr Lieben. Danke vielmals, seid gesegnet und ja, beschenkt euch selber durch eine neue Wahrnehmung und damit uns alle. Ich freue mich auf eure Geschenke. Bis gleich, wir sehen uns morgen um 12, wenn ihr mögt. Alles Liebe.